Grüße euch zum Liebesorakel Dezember 2015. Der letzte Monat im Jahr. Bin ich mal gespannt, ob es dann doch eher Reibungen gibt oder ob es hier jetzt endlich mal das Happy End herauskommt. Wir haben hier einmal, also wenn ihr das Orakel gesehen habt, hier aus Irland habe ich ein bisschen Strandgut zugeschickt bekommen. Das ist ein Stein. Ich finde ihn sehr interessant, wie der so ausgewaschen wurde. Und haben hier noch so zwei kleine Muscheln und die Feder für die zweite Legung. Und für die dritte Legung eine etwas größere Muschel. Finde ich ganz toll, dass die hier so glänzt. Okay. Könnt ihr euch in aller Ruhe eine Legung aussuchen. Ich habe hier für uns noch von Wünschen und Bekommen Orakel von Esther und Jerry Hicks eine Karte gezogen. Und da steht, es gibt genug Raum für alle Ideen und Erfahrungen. Aus deiner nicht physischen Perspektive heraus, was du dir stets bewusst, dass es in diesem expandierenden Universum genug Raum für alle Arten von Gedanken und Erfahrungen gibt. Du hattest die feste Absicht, deine eigenen Ziele und Schöpfungen zu verwirklichen, aber du hattest nicht die Absicht, die Schöpfung der anderen Menschen zu kontrollieren. Okay, bin ich mal gespannt, was hier jetzt dabei rauskommt. Das Liebesorakel haben wir auch dabei. Schauen wir erstmal bei der ersten Legung. Welche Göttin haben wir denn hier? Hestia. Feuer für die Mitte. Ja, auch so die innere Mitte kommen, das Feuer des Herdes. Das Feuer der eigenen Mitte. Ich bin die Weltmitte. Das Unbeschreibliche, das Flüchtige, die lebendige Gegenwart. Ich bewohne und wandle ein Haus, eine Wohnung, ein Gebäude. Hole es aus dem Reich von Marmor, Stein und Holz. Mit dem entfachten Herdfeuer mache ich es zum Heim. Mythologie. Steht Hestia ist eine der ältesten Göttinnen überhaupt. Schon mit dem Entzünden eines Feuers kann sie herbeigerufen werden, da sie die Mitte des Heims, aber auch die Mitte einer Gemeinschaft, eines Dorfes, einer Stadt verkörperte, kam ihr in der Verwirklichung der Zivilisation entscheidende Bedeutung zu. Kein Mahl konnte ohne ihre Segnung gelingen, denn sie verwandelte die Zutaten mit ihrem Feuer erst in Nahrung. Als älteste Göttin wurde ihr ein Sitz im Olymp Pantheon gewährt. Doch sie gab ihn auf, um Dionysos, dem jungen Gott der Ekstase und des Weines, Platz zu machen. Sie kümmert sich stattdessen lieber um das Feuer. Jetzt zu der besinnlichen Jahreszeit, ja, zu Weihnachten, dann entzündet man doch ganz gern mal eine Kerze.
Finde ich auch jetzt hier sehr sinnvoll. Bedeutung der Karte. Hestia kommt zu dir, um das Feuer in deinem Leben zu schüren, um dich daran zu erinnern, dass es jetzt Zeit ist, für dein Zuhause zu sorgen. Egal, ob du alleine lebst, mit deiner Familie oder mit Freunden, beginne damit, deinem Zuhause deine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht wohnst du in einem Haus, in dem du dich fremd fühlst. Oder du lebst mit Leuten zusammen, die nicht auf deiner Wellenlänge liegen. Oder in deinem Zuhause ist so viel Trubel, dass du keinen Platz für dich findest. Es kann auch sein, dass du ein so geschäftiges und aktives Leben führst, dass deine Unterkunft kein Heim ist, sondern lediglich ein Ort zum Wechseln der Kleider und zum Schlafen. Entscheide dich jetzt dafür, nach Hause zu kommen. Hestia fordert dich auf, dich um deine Ganzheit zu kümmern, indem du zu dir selbst kommst. Auf diese Weise kannst du in der materiellen Welt den Platz für dich schaffen, an dem du dich versorgt und geborgen fühlst. Ja, vielleicht also, wenn du in deiner Mitte bist, dich selbst liebst, dir zu Hause gemütlich machst, dann kannst du vielleicht auch dementsprechend jemand empfangen. Ja, und so, komm, ich lade dich ein. Es wird vielleicht sehr romantisch, kuschelig. Schauen wir mal die Liebeskarte an, was sie uns sagen möchte. Na, geh her. Sowas. Auf und ab. Naja, das kennen wir vom Leben, ne? Das Wetter scheint ja auch sehr turbulent zu sein. Kennen Sie die Zyklen und Rhythmen Ihrer Beziehung? Es gibt Zeiten für Nähe und Distanz, für Aktivität und Ruhe. Für Frieden und Konflikt, Leidenschaft und Gleichgültigkeit, für viele und für wenig Energie. Manchmal arbeitet man an der Beziehung, manchmal lässt man alles einfach fließen. Probleme entstehen meist dann, wenn die Rhythmen beider Partner nicht synchron sind. Dann will einer zum Beispiel etwas unternehmen, der andere braucht Ruhe und Rückzug. Oder einer will sich über die Beziehung unterhalten, der andere findet, alles läuft bestens. Wenn diese Karte auftaucht, sollten Sie sich entspannen. Wehren Sie sich gegen nichts, was passiert. Bewegen Sie sich einfach weiter. Es ist nun mal so im Leben, manchmal sind Sie und Ihr Partner synchron, manchmal nicht. Auch das ist ein ganz normaler Rhythmus. Ja. Kommen wir zur nächsten Karte. Hey, Autumla, die Üppigkeit. Ja, vielleicht ist es wie im Frauenorakel hatten wir die auch, gell? Oder war das im Männerorakel für diesen Monat? Und herrlich. Eigentlich finde ich es herrlich, ne? Wieder der Mythos aus der Vereinigung von Feuer und Eis entstehen Ymir und die Urkur Autumla. Ihre Milch nährt den Urzeitriesen, während sie aus dem entstandenen Reif das erste menschliche Wesen freilegt. Buri, den Stammvater der Götter. Beziehung
Hier steht Autumla für Sinnlichkeit, Vertrauen, Hingabe und das grenzenlose Verströmen von Gefühlen. Die Dinge wachsen zusammen und dürfen gemeinsam genossen werden. Doch bringt die Ausuferung sinnlicher Wonnen gleichfalls die Gefahr von Übersättigung, Phlegma oder gänzlicher Vereinnahmung. Mangelt es im Inneren an Selbstwert und Eigenliebe, wird der Partner gerne als Sinnersatz und Lebenshalt missbraucht, was zu zwanghaften Einverleibungsverhalten führen kann. Notwendige Abnabelungsprozesse sind unter diesen Umständen dann nur schwer zu vollziehen, für das Wohlbefinden aller Beteiligten aber unerlässlich. Ja, da haben wir hier so das Auf und Ab. Ja, so auch wenn hier vielleicht ein neues Kind geboren wurde, ja, dann muss die Mutter die ganze Zeit da sein. Auch der Mann, die müssen dann sich hier abwechseln, ja, alle paar Stunden aufstehen, das Kind füttern, dass auch jeder so ein bisschen entlastet wird, dass auch jeder auch mal rauskommt, einfach mal um tief durchzuatmen und zu schauen, was ist jetzt hier los, ja, wenn man hier in eine neue Beziehung reinkommt und dann ist alles so familiär und weihnachtlich. Und dann sollte man sich auch gegenseitig, sollte man jetzt nicht sagen, wenn man jetzt frisch zusammengekommen ist, du musst jetzt Weihnachten mit mir verbringen, sonst bin ich alleine, oder du musst Silvester mit mir verbringen. Das wäre halt schon von Vorteil, wenn man zumindest an Silvester gemeinsam feiert. Aber Weihnachten, wenn es noch sehr frisch ist, kommt auch auf die Beziehung an. Ich habe da schon ein Gespräch geführt, wo die Beziehung erst 6 Monate besteht und ja, jeder noch nicht so richtig weiß, wie das weitergehen soll von der Familie. Die Beziehung sich zwar gefestigt hat, aber ich glaube, da sind die Familienmitglieder noch nicht so ganz warm. Und ja, schaut mal zu, dass er auch gemeinsam Zeit findet. Und es kann ja auch durchs Wetter irgendwas passieren. Oder man ist hier eingespannt durch die Kinder oder die Familie. Und also kleines Beispiel. Ja, ein Pärchen, beide Elternteile sind getrennt. Nee, es gibt halt wirklich nur 3 Tage Weihnachten. Man kann schlecht Weihnachten auf 4 Tage strecken oder auf 5, ja, dass man jedem irgendwo gerecht wird und sich selbst dann auch noch die Zeit widmen kann. Ja, es ist auch ein bisschen blöd, wenn man 2-mal am Tag irgendwo essen geht und in die Kirche. Das ist manchmal wirklich Stress pur und dann sollte man vielleicht von Jahr zu Jahr dann so einen Wechsel machen oder ja, ladet sie doch vielleicht alle gesamt zu euch ein, dann habt ihr dann alles unter einem Hut. Ja, ein Essen. Und viermal, man macht eine kalte Platte. Warum nicht? Oder was soll's? Gibt's halt mal einen kalten Braten. Auch was Leckeres. Dafür ein bisschen Kaviar. Beispiel. Okay, schauen wir mal. Die nächste Karte, Carcona, der Zigeunerjunge. Da steht doch sehr selbstbewusst hier sein Mann, ne? Die Karte zeigt einen hübschen Elfenjungen, der wie ein Zigeuner aussieht. Er trägt einen roten Mantel und ein gelbes Halstuch. Sein Haar ist schwarz und gelockt. Und um seine Augen liegt ein einladendes Blinzeln. Im Hintergrund sieht man den Wagen eines Kesselflickers und einen Wohnwagen.
So die Interpretation, ja? Wenn der Kakorna, der Liebredner erscheint, so heißt dies auf neue Anziehungen und Verbindungen hin. Je nach Art der umliegenden Karten zeigt diese Karte eine Verlockung an oder eine unmittelbare Befreiung auf Kosten langfristigen Glücks. Wow. Na, wenn du vielleicht diesen Monat ausgehst und bist hier jetzt noch Single, bestehen wohl sehr gute Chancen, dass du einen Flirt hast und dass daraus eventuell mehr werden könnte. Ich würde dir definitiv empfehlen, es zu genießen. Okay, jetzt Alistair Crowley. Hier haben wir die zwei Kelche. Die Liebe. Hey, Glückskind. Auch wenn, so wenn, ja, vielleicht ist genau hier, wenn man hier die Karte nimmt, du machst das zu Weihnachten schon gemütlich, ihr kommt, kommst hier in eine komplett neue Beziehung, ja, und dann ist hier auch mitunter das Auf und Ab, dass sich hier jeder Raum zugestehen sollte. Ja, mit die Liebe, die Liebe, die Liebe, 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 Liebe. Im Bereich unserer Beziehungen geht der Abendstern Venus im Zeichen des Mondes Krebs auf. Und beide begünstigen mit ihrem Licht die Kräfte der Liebe. Die Karte steht für Phasen der Verliebtheit, des Flirts, aber auch recht häufig für einen neuen sympathischen Menschen, der plötzlich die Bühne unseres Lebens betritt. Mhm. Sehr schön. Und Amors Botschaft. Ja, Erfolg, wir sind erfolgreich. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Super. Und der Engel der Tugend haben wir hier. Lassen Sie sich nicht drängen oder provozieren. Und verzichten Sie darauf, andere, insbesondere Ihren Partner, unter Druck zu setzen. Na, also es kann sehr erfolgreich sein, aber dann nicht so klammern, ne? Ja, der eine hat für das dann Zeit und so Zeit und man muss sich selbst auch so ein bisschen den Raum geben und dem anderen und alles dann langsam wachsen lassen, dass man sich dann nicht nach 14 Tagen so auf den Wecker geht, dass jeder dann wieder getrennte Wege geht. Ja, das solltet ihr hier jetzt nicht tun im Dezember. Ja, also auch schon Rücksicht. Behaltet eure eigene Freiheit. Und ja, dann habt ihr auch im Sommer ein bisschen mehr Freiraum. Dann hat man sich von Anfang an dran gewöhnt, dass jeder so seinen Freiraum braucht. Und genau. Wir kommen zur zweiten Legung. Hier haben wir Rhiannon, der Zweifel. Haderst du vielleicht doch mehr mit dir selbst, hm? Glaubst du das, was andere über dich sagen? Ich war mir nicht sicher. Schließlich war Blut in meinem Gesicht. Und alle Finger zeigten auf mich. Könnte ich ihn getötet haben? Meinen neugeborenen Sohn? Mein Eigen im Schlaf? Ich wurde angeklagt und wurde für schuldig befunden. Und Zweifel an mir selbst, 7 Jahre lang, fährt
Spielen musste ich für die Gäste meines Königsgemahls, Frill. Trug sie in den Thronsaal, trug sie wieder hinaus, um der Zeiten waren viel, in denen ich an mir zweifelte, zweifelte wie all die anderen Menschen, dass ich, weil ich aus der Anderswelt kam, wirklich zu allem fähig sei. Mythologie, die walisische Pferdegöttin der Unterwelt, hieß ursprünglich Rigatona oder Große Königin. Genauso wie ihr Name wurde auch Rhiannons Gesicht auf eine Art Märchen reduziert, obwohl sie göttlichen Ursprungs war, heiratete sie einen sterblichen Brill. Pivil. Und gebar ihm einen Sohn. Das Neugeborene verschwand sofort nach der Geburt. Die Dienerinnen schmierten Rhiannons im Schlaf das Blut eines Welpen ins Gesicht und behaupteten, sie hätte ihr Kind aufgefressen. Rhiannon wurde für schuldig befunden und dazu verurteilt, die Gäste ihres Mannes auf ihrem Rücken zu tragen. Als ihr Sohn nach 7 Jahren zurückkam, lebten alle glücklich bis ans Ende ihres Lebensende zusammen. Bedeutung der Karte. Rhiannon galoppiert in dein Leben, um dich zu lehren, wie du mit Zweifel umgehen sollst. Es gibt Situationen, in denen gesunde Zweifel an einer Sache oder an einer Person berechtigt sind, weil sie dich instinktiv vor etwas warnen. Es ist jedoch selten hilfreich, seine Zeit mit Zweifel an sich selbst zu verbringen. Selbstzweifel führen häufig zu Selbstverneinung. Wenn dich wieder einmal Selbstzweifel plagen, verwandle diese Zweifel in Fragen an dich selbst. Selbstzweifel führen nirgendwo hin. Mit einer solchen Selbstbefragung findest du Antworten. Neigst du dazu, in deinen Zweifeln stecken zu bleiben? Deinen Optimismus von Hoffnungslosigkeit verdrängen zu lassen? Kennst du das Gefühl, wie sich Vertrauen plötzlich in mangelndes Selbstbewusstsein verwandelt? Deine Aktivität lässt ohne ersichtlichen Grund nach und du schiebst die Dinge nur noch träge und müde vor dir her. Verbinden sich deine Zweifel mit deinen Ängsten und halten dich so davon ab, erfolgreich zu sein. Verursachen Zweifel daher, dass dein Traumschiff Schiffbruch erleidet? Vielleicht solltest du den Meinungen deiner Außenwelt mit mehr Skepsis begegnen, als ihnen blind zu vertrauen. Rhiannon fordert dich auf, dir von Zweifeln nicht dein heiliges inneres Wesen zerfressen zu lassen. Anstatt zu zweifeln, ist es besser, Fragen zu stellen, auf die notwendige Antworten gefunden werden können. Nur so kommst du auf deinem Weg zur Ganzheit weiter. Na? Komme ich jetzt an die Liebeskarte heran? So. Die Leichtigkeit. Sind Sie gerade dabei, sich in ein Problem zu verbeißen? Mit der Karte Leichtigkeit kommt der Vorschlag, eine kleine Atempause einzulegen. Auch in Phasen, in denen man an einer Beziehung arbeitet, muss man zeitweise locker lassen. Es ist das beste Gegenmittel, um nicht in allzu große Ernsthaftigkeit zu versinken. Genießen Sie Ihr Miteinander, völlig unabhängig davon, was gerade zwischen Ihnen schwelt. Erheben Sie sich ein wenig über die Dinge, wie ein Drache, der im Wind schwebt. Humor ist eine wunderbare Form der Leichtigkeit und hilft Ihnen, übermäßige Belastungen abzubauen. Vielleicht glauben Sie, dass Sie erst wieder leicht und glücklich sein können, wenn Sie Ihr Problem gelöst haben. Irrtum.
Wenn sie zwischendurch Spaß haben, werden sie findiger beim Lösen der schweren Probleme und es geht ihnen besser dabei. Genau. So, was haben wir denn hier? Oh, der Berserker. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Monatsorakel wir auch den Berserker dabei hatten. In Liebesdingen, ne? Mythos. Die Berserker waren Männer, die sich im Kampf durch besondere Wildheit und Tapferkeit auszeichneten. Durch Beihilfe von Rauschgetränken verfielen sie in eine Art Kriegerwut und waren bereit, ihr Leben für den Stamm oder Führer hinzugeben. Beziehung, ja. Ungestümer Eroberungsdrang, entfesselnde Leidenschaft, animalische Sexualität. Kurz, ziemliche Spannungen bestimmen das Spielfeld der Liebe. Mit diesen Energien ist nicht zu spaßen, dass sie sich schnell jeglicher Kontrolle entziehen und in Abhängigkeit führen können, die auch vor Gewalt und Erniedrigung nicht zurückschrecken. Ziehen wir die Karte für uns selbst, ermessen wir selbst am besten, auf welch brodelnden Dampfkochtopf wir sitzen. Wird die Karte für ein Gegenüber gezogen, ist taktvolles Agieren ratsam. Also, vielleicht hast du eine bestimmte Vorstellung von einer Person, ja, die musst du haben. Es gibt nur die einzige Person für mich. Vielleicht ist aber genau der völlig falsche für dich, ja? Aber du musst hier auch deine Lehren draus ziehen, bevor du loslassen kannst. Aber auch für dich selbst, ja. Wenn andere sagen, na, das bringt nichts, vergiss den, oder du kommst mit deinen Selbstzweifeln und so, ah, der passt überhaupt nicht zu mir. Und ja, dann einfach mal so versuchen, in das positive Denken mit reinzukommen, ja. Und vielleicht hat man hier auch so völlig im Nebel. Ich finde hier jetzt die Hexengeister-Karten, die stammen so richtig von Irland. Jetzt habe ich hier noch Gegenstände aus Irland. Nicht so, schauen wir mal weiter, was uns die Karte sagen möchte. Will o' the Wisp. Ja, da schreitet ihr auch so mit dem Licht hier durch. Ne? Versucht hier auch ja, das, sagen wir mal, Erleuchtung hereinzubringen, ja? So, das Bild zeigt einen kleinen Elfen mit einer Laterne, der als Irrlicht über sümpfiges Gelände flitzt. Die Interpretation, das Erscheinen von Willow o' the Wisps, bedeutet Täuschung, Betrug oder Fehlwahrnehmungen. Auch Selbsttäuschung oder Wunschdenken kann damit gemeint sein. Ja, dass du dich hier auch so ein bisschen in dem Nebel befindest und ja, wenn ihr versuche einfach den Schleier mal zu heben, ja, geh mal zum Ritual von Maya über oder auch Rhiannon und versuch einfach mal auch die Schleier zu lüften oder auch mit Begrenzungen zu arbeiten, Durga und Pele, ja, um hier auch in dir selbst dann auch anzukommen und zu sagen, so, jetzt gehe ich über zum Ritual von Shakti oder fang mit Shakti an, ja, dass du hier auch in deine Mitte kommst, um
dich auch zu stärken, ja, dass ja alles auch so ein bisschen an das Licht kommt, an die Oberfläche, damit du weißt, wie du dich weiter entscheiden sollst. Ja, pass auf jeden Fall auf dich auf und gib nicht zu viel Geld aus und bleib ganz in deiner Mitte, kümmere dich um dich selbst, verwöhn dich selbst, ja. Hab keine zu hohe Erwartungen an andere, kannst du nicht enttäuscht werden. Wir schauen weiter. Die sieben Schwerter. Die Vergeblichkeit. Du scheinst hier um etwas zu kämpfen, ja, das hier wirklich vergeblich ist. Ja, manchmal geht auch etwas zu Ende und man sollte es dann auch einfach loslassen. Ja. Und wenn du jetzt ein Jahr lang versucht hast, dem Ex hinterher zu telefonieren und er legt immer wieder auf, lass ihn los. Lass ihn los. Im Bereich unserer Gefühle reicht das Spektrum dieser Karte von verführerischer List bis zur passiven Opferhaltung. Von kleineren Gemeinheiten wie Schadenfreude und Heuchelei bis zu groben Lügen, üblen Betrug. Sie kann auch ein warnender Hinweis darauf sein, dass wir statt Probleme zu lösen, wie die Katze um den heißen Brei schleichen und dabei Gefahr laufen, uns von einem beabsichtigten, geraden Weg abbringen zu lassen. Okay, wir haben jetzt hier zwei Botschaften. Amors Botschaft. Einmal den Neuanfang. Hier steht: Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Kümmer dich um dich, kümmer dich um deine Träume. Ja, auch hier, bevor du eine Lösung finden kannst und hartnäckig da die ganze Zeit daran arbeitest, geh vor die Tür, geh raus, mach dir einen schönen Tag, genieße das Leben. Ja, das ist auch, wenn du hier kurz vor Prüfungen stehst, hier rausgehen, mal einen Kopf frei bekommen und dann kannst du bessere Entscheidungen treffen. Ja. Auch kannst du dann auch viel besser weiterarbeiten. Schauen wir mal, was die nächste. Wow, super. Könnt ihr das lesen? Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Erst wenn du etwas Altes, Kaputtes, loslässt, ja, dass sich lügt und betrügt und erst wenn du das loslässt, hat der neue Partner die Chance, bei dir anzukommen, ja, weil du blockierst den die ganze Zeit. Da hast du die Möglichkeit, hier einen kompletten Neuanfang zu wagen, auch für das komplette neue Jahr. Hier, Überfülle, der steht schon bereit, der steht schon in den Startlöchern, der will schon zu dir, aber du blockierst dich hier im Moment selbst. Freut mich, dass ich dir noch eine gute Botschaft mitgeben kann. Schauen wir mal, was die Engel dazu sagen möchten. Die Heilung, auch die Heilung ist wichtig. Also schluck die Tränen auch nicht herunter, wenn dann das sind Tränen, die die Schlacke von deiner Seele spülen. Ja?
begraben sie falschen Stolz und falsche Bescheidenheit. Okay, kommen wir zur dritten und letzten Legung. Morgen La Fée, der Rhythmus. Ja, bewege dich, tanze. Kennst du deinen eigenen Rhythmus? Wenn ich mit dem Leben tanze, tanze ich meinen eigenen Rhythmus. Ich halte meinen eigenen Takt. Die Ganzheit meiner Seele richtet sich nach dem Fluss meines Lebens, nach dem einzigartigen Ausdruck meiner selbst. Indem ich mich selbst ehre, ehre ich alles. Wenn du mit dem Leben tanzt, wie ist dein Rhythmus? Ist er schnell oder langsam, lebhaft oder getragen, sich wiederholend oder immer wechselnd? Richtet sich das Tempo nach dir oder jagt es dich? Beschäftigt es dich oder bringt es dich zum Kochen? Spornt es dich an oder bringt es dich aus der Ruhe? Kennst du deinen Rhythmus? Mythologie. Morgen La Fée ist eine keltische, dreifaltige Göttin des Todes und der Wiedergeburt. Sie erscheint als wunderschöne Jungfrau, als mächtige Mutter und Schöpfungsgöttin und als todbringende alte Hexe. Sie wurde auch als Meeresgöttin verehrt, denn ihr Name Mor bedeutet im keltischen Meer. Ihr letzter Namensteil hatte zwei Bedeutungen, die Fee und das Schicksal. In der Artus-Sage ist sie die Halbschwester von König Artus. Es wird erzählt, da sie Mordred, den gemeinsamen Sohn von Artus und Morgan, dazu brachte, seinen Vater zu töten. Als Artus starb, kam Morgan ihm zu Hilfe, mit dem sie ihn auf die mystische Insel Avalon entrückte und ihn dort heilte. Dann versetzte sie ihn in einen tiefen Schlaf, von dem er einst erwachen soll, wenn die Zeit gekommen ist. Bedeutung der Karte. Morgen La Fée tanzt in dein Leben, um dich mit ihren Trommeln und ihrer Magie dazu einzuladen, deinen eigenen Rhythmus zu entdecken und ihn zu leben. Was ist dein persönlicher Rhythmus? Weißt du, wann für dich die beste Zeit zum Schlafen, Essen, Lieben, kreativ sein, Sport machen etc. ist? Oder verbrauchst du deine Lebenskraft, indem du dich dem Rhythmus anzupassen versuchst, der dir von deiner Arbeit, deiner Familie, deinen Freunden, deinem Liebhaber aufgedrängt wird? Hast du dich so sehr vom Leben eines anderen vereinnahmen lassen, dass du nur noch seinen, ihren Rhythmus lebst, anstelle deines eigenen? Vielleicht hast du noch nie deinen eigenen Rhythmus entdeckt, weil du dich ganz auf andere eingestellt hast, um dich in die Gemeinschaft einzufügen. Es ist ganz wesentlich für dich, nach deinem eigenen Takt zu tanzen. Das Fließen in deinem eigenen Rhythmus versorgt dich mit mehr Kraft, weil du nicht länger das unterdrückst, was für dich ganz natürlich ist. Morgen La Fée sagt dir,
dass du deine Lebenskraft, deine Gesundheit und deine Ganzheit entfalten kannst, indem du nach deinem eigenen, einzigartigen Takt tanzt, anstatt gegen ihn zu kämpfen. Das Ritual von Morgan Le Fay ist die Reise nach Avalon. Wow, also hier, finde deinen eigenen Rhythmus, tanze mit dir. Schön. Kommen wir zur Liebeskarte. Sich öffnen. Wie offen sind Sie? Diese Frage sollten Sie sich stellen, wenn diese Karte auftaucht. Wahrscheinlich sollten Sie wagen, sich weiter zu öffnen. Sobald Sie das Gewicht des übermäßigen Schutzes abwerfen, schmecken Sie mehr von der Süße, die das Leben bereithält. Aber bedenken Sie, dass Sie nicht von Ihrem Partner eine Öffnung verlangen sollten, bevor Sie sich selbst diesen Schritt nicht getan haben. Wenn Sie dazu neigen, andere zuerst zu öffnen, fühlen Sie sich am Ende leer. Öffnen. Sein heißt, als erster verletzlich und ehrlich zu sein. Offenheit geschieht, wenn Sie beide die Hände ausstrecken, um den anderen zu umarmen. Falls Sie unter der Verschlossenheit Ihres Partners leiden, können Sie ihm durch Ihre Offenheit eine Brücke bauen, akzeptieren Sie aber seine Reaktion. Ja, auch würde ich hier jetzt sagen, ja, findet auch deinen eigenen Rhythmus. Jetzt ist sowieso noch ein bisschen stressige Zeit, ja. Wenn jetzt nicht der Partner an sich, sondern die zwischenmenschlichen Personen um dich drumherum immer zu dir kommen und ihren Müll, psychischen Müll abladen bei dir, ja, und sich nicht einmal für deine Belange interessieren, dann versuch dich hier auch abzugrenzen, ja, und dann einfach versuchen, über dich selbst zu reden, aber pass auf, was du redest, ja, nicht, dass es in den falschen Hals kommt. Schauen wir mal, das germanische Götterorakel. Eiktrynia, der Wandel. Oh, der Brunft-Hengst hier, ja, die zwei Hirschkuhkühe hinten im Hintergrund. Naja, es ist so meine eigene Interpretation. Mythos. Der gewaltige Hirsch, auch Eichdorn genannt, steht auf dem Dach Walhalls, wo er beständig von den nachwachsenden Zweigen des Baums Lerat, in Klammer Yggdrasil, abweist, welche für die Tage und Stunden stehen. Beziehung. Wer neuen Inhalten und Ereignissen offen begegnen kann, dem wird diese Wandlungsphase willkommen sein. Wer aber alte Gewohnheiten und emotionale Sicherheit dem Neuen vorzieht, wird diese Zeit als bedrohlich empfinden. Die Karte kann ebenso als Hinweis auf Abwechslung verstanden werden. Was das für den Einzelnen auch immer heißen mag. Es kann ein Partnerwechsel, ebenso aber auch eine Veränderung des Interessen oder Persönlichkeit innerhalb einer gewachsenen Partnerschaft bedeuten, deren es vielleicht schon lange bedarf. Allerdings ist es müßig, andere oder sich selbst zu etwas zwingen zu wollen, solange erneuernde Impulse nicht von Ihnen
aufgegriffen oder die wahren Ursachen für etwaige Störungsfaktoren von außen nicht erkannt werden wollen. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich vielen Frauen empfohlen, dass sie sich einfach mal zurücklehnen oder mal ein bisschen, ja, sich selbst bemuttern lassen. Also ein bisschen mal mehr abgeben, ja. Oder auch Oma, Mutter, Kinder, Enkelchen, alle mit einspannen zum Kochen. Oder machst dir einfach, mach mal eine kalte Platte. Ja, aber einen Urlaub würde ich euch empfehlen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Die sind völlig aufgeschmissen. Die so, ja, und jetzt? Schauen wir mal, was die Karte der Geisterhund. Der Geisterhund. Die Karte zeigt einen weißen Geisterhund mit roten Ohren. Dreht man sie um, so sieht man einen furchterregenden schwarzen Hund. Die Interpretation Geisterhund. Wenn der Geisterhund in Ihren Karten erscheint, so heißt das, dass es nun an der Zeit ist, den Preis für vergangene Handlungen zu bezahlen. Ob sie nun gut oder böse gewesen sind, jetzt werden Strafen ausgeführt, Entschädigungen bezahlt und Rechte durchgesetzt. Die Wahrheit kommt ans Licht. Das kann sich auf reale Rechtsfälle beziehen. Und die Alistair Crowley-Karte, die Königin der Scheiben, ist eine sehr schöne Charakteristik dieser Karte, die ich euch auf jeden Fall mitteilen möchte. Als Person, ja. Die Mutter der Erde symbolisiert eine reife, lebenserfahrene Frau, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht und das, was ihr anvertraut wurde, zu schützen weiß. Sie verkörpert Lebenskraft und Kreativität und versteht es, sich abzugrenzen und durchzusetzen. Geduld, Sinnlichkeit und Vertrauenswürdigkeit sind wesentliche Charaktermerkmale. In Beziehung. Im Umfeld von Liebe und Beziehung ist die Mutter der Materie der geerdete Spiegel, in dem wir erkennen, begrüßen und verstehen, wo wir angekommen sind und was wir erreicht haben. Damit zeigt die Phasen wachsender Vertrautheit, in denen wir ein tiefgehendes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit entwickeln. Von dort aus entschließen wir uns neue Gebiete, sei es, dass wir innerhalb einer bestehenden Beziehung bislang nicht gelebte Seiten entdecken und entfalten, sei es, dass wir aus einer unabhängigen Situation heraus einen wesentlichen Schritt in Richtung einer Partnerschaft machen. In beiden Fällen ist damit häufig der Wunsch nach einer größeren Familie verbunden. Oh, und Amos, Botschaft für dich? Allein die Zeit wird es zeigen. Erinnert mich auch ein bisschen so, wie wenn da hier unten der Same ist und hier auch das Ei. Ja, so. Also, vielleicht auch ein bisschen aufpassen.
Allein die Zeit wird es zeigen. Das hört sich gut an. Und der Engel, welchen Engel haben wir hier? Glauben. Dieser Engel gibt uns Träume und die Kraft, diese auch zu verwirklichen. Er eröffnet einen größeren Spielraum und befreit von Zwängen. Es ist wichtig, die damit errungene Freiheit gut anzuwenden. Schön. Und wir haben natürlich auch die Ja-Nein-Vielleicht-Frage. Vielleicht habt ihr ja schon eine Frage. Ob das jetzt spiegelt. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht so spiegelt. Gut. Ich drehe es herum. Ach, klasse. Guck mal. Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Nein. Und das Ja. Ach, herrlich. Falls es noch irgendjemand interessiert, welche meine Legung ist. Könnte interessant werden. Also freue ich mich drauf. Ne, so rein theoretisch gehe ich ja jetzt nur ein einziges Mal vor die Tür, schätze ich mal. Ich lasse mich überraschen. Wäre schön, wenn das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und genügend Menschen werden ja da sein. Man lernt nie aus. Ist doch schon ganz angenehm, wenn man neue Menschen kennenlernt. Oder auch zu Besuch geht und Besuch einen mit irgendwo hinnimmt. Ja, warum nicht? Vielleicht auch eine Zugbekanntschaft, wo recht witzig wird. Warum nicht? Lassen wir uns überraschen, was auf uns zukommt. Also auf der anderen Seite, die einen können doch schon an sich arbeiten. Jeder muss irgendwo an der Beziehung arbeiten. Es ist Weihnachtszeit, es geht richtig turbulent zu. Aber komm in deine eigene Mitte, mach es dir gemütlich, mach dir Gedanken, was du tatsächlich willst. Willst du dir wirklich zu viel aufladen? Kannst du das gerne tun? Reicht dir dein Zeitplan? Setz richtigen Plan auf. Wer kann dir dabei helfen? Und ja, mach lieber ein bisschen weniger wie zu viel. Und ja, weil so ein bisschen der Überfluss, am Schluss muss man es vielleicht dann wegwerfen. Das wäre schade. Oder guck, dass man es noch eingefrieren kann. Und manchmal ist weniger mehr. Und was jetzt hier auch in den anderen Monatsorakel angesagt wurde,
Und ihr bekommt natürlich auch wöchentlich weiterhin eure Wochenorakel. Und für das neue Jahr gebe ich mir Mühe, dieses Mal mein erstes Jahresorakel zu legen. Ich hoffe, dass das mit der Kameraeinstellung irgendwie hinhaut. Und wünsche euch besinnliche Weihnachtszeit und einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr und eine wunderschöne Adventszeit. Nutzt es, um alte Sorgen loszulassen und einfach in ein neues zu starten. Tschüss.